Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Mount & Blade 2 Bannerlord. Wir sind in Tyal bei den Stugianern und ja, wir gucken uns hier gerade so ein bisschen um und klappen die Städte alle wieder so ein bisschen ab. Auf der Suche nach weiteren Turnieren und wenn wir ein paar Räuber finden, dann greifen wir die auch mal gerne an, um unsere Truppen so ein bisschen zu leveln. Wir lassen das Ganze hier erstmal auf 50 Truppen, weil wir ja so ein bisschen im Plus bleiben wollen mit unserem Geld. Die Truppen kosten nämlich Sold und ja, das geht schneller weg, als man gucken kann. Die sind viel zu schnell unterwegs und ich möchte lieber hier das Turnier spielen. So, wollen wir mal gucken. Türhung. Ja, wir überspringen so lange, bis wir dran sind. Tore, unser Bruder ist auf jeden Fall auch schon mit dabei. Bam, weg. Weg mit ihm. Notus der Stille ist auch mit da und sogar mit uns in einer Gruppe hier. So, wollen wir mal gucken, dass wir den ein bisschen verteidigen. Dann kann er nämlich mit seinem Bogen ein bisschen schießen. Au. Oh. Irgendwie ein bisschen verzögert hier gerade. Fühlte sich zumindest so an. So, die beiden sind noch übrig. Ja, Tore mal wieder. Der alte Haudegen. Ja, nicht mit uns. Schlagen viel zu langsam zu hier gerade. Ein bisschen darauf achten, dass Tore dahinter bleibt. Jetzt müssen wir irgendwie Treffer landen. Ja, wunderbar. Wunderbar. So muss das sein. So ging Nortus der Stille im Endkampf. Ja, mein Guter, dann komm mal her. Jubeln können wir. Ja, und wir haben das Turnier hier gewonnen. Gucken direkt mal. Türhung. Ob das vielleicht jemand gebrauchen kann hier. Ach, guck mal, er ist selber gut ausgerüstet. Ja, dann würde ich sagen, können wir das doch bestimmt gut verarbeiten hier. Schaut mal, da kriegen wir dann auch wieder Stahl für. Und dann können wir auch gleich mal gucken. Ups, falsche Taste hier. Ja, was für Bestellungen hier drin sind. Da kommen wir ein bisschen näher ran. Sieht es da aus? Wunderbar. Ihr habt nicht genügend Materialien. Uns fehlt einfach Schmiedeeisen. Okay. Dreimal. Und der Kunde ist trotzdem nicht zufrieden. Was haben wir hier noch? Da brauchen wir auch sehr viel Schmiedeeisen für. Ja, ich denke, wir sollten Banditen jagen gehen. Dann kriegen wir vielleicht mal ein paar Waffen, die wir dann einschmelzen können. Ja, ich denke, wir können auch mal Truppen entsenden. So, dann sehen wir hier, keiner ist gefallen. Wir haben jedoch einen Verwundeten. Und die haben wir besiegt hier. Das geht dann auch relativ schnell. Bei den kleinen Truppen, da ist klar, wer gewinnt. So, der fällt jetzt aus und ist verwundet. Der ist aber auch schon wieder geheilt. So, da haben wir Waldbanditen. Weitere. Ja,
Ja, wir machen jetzt mal so ein bisschen Jagd hier auf Banditen. So, da kriegen wir imperiale Bauern dazu. Ja, die Bauern haben einfach nur eine Sense oder eine Hake oder sowas und können dann zu imperialen Rekruten ausgebildet werden. Und dann ist es wie ganz normal hier, dass wir die bis zu Legionären weiter ja, legen können. Wollen wir aber gar nicht. Wir wollen ja erstmal bei unseren 50 hier bleiben. So, der Stugianische Rheindurchbrecher, den leveln wir auf. Und den Batanianischen auserwählten Krieger. Ja, der soll ruhig Krieger bleiben und kein Berittener werden. Wir werden uns auch irgendwann um Kavallerie kümmern müssen. Nur Bogenschützen und Nahkämpfer ist nicht so gut. Wir brauchen ja auch ein bisschen strategische Raffinesse und da sind dann auch die Kavalleristen immer ganz gut. Ja, ich glaube auch bei 14 können wir einen Schnellkampf draus machen. Oh, 4 sind gestorben. Sogar ein Clankrieger hier. Das war jetzt nicht so cool. Ja, dann nehmen wir die Gefangenen aber trotzdem mal mit. Und ihr seht ja schon hier wieder trotzdem einige Sachen aufzuwerten. Hier bräuchten wir jetzt Streitrösser, um unsere imperialen Equis aufzuleveln. Das müssen wir dann auch nochmal machen. So, jetzt brauchen wir erstmal neue Rekruten hier. Nehmen wir mal die mit. Die können wir nämlich zu den Reitern dann ausbilden. Ja, zu einer der besten Reiterklassen hier im Spiel. Das ist dann vielleicht auch nicht so verkehrt, wenn wir uns darum schon mal kümmern. Guck mal hier, 20 Plünderer. Da laufen wir doch mal direkt hinterher. Okay, wir greifen mal richtig an. Dann können wir auch die Strategie ein bisschen nutzen. Oh, im Sumpfland. Form a wall! Infantry! Ja, wo stellen wir uns auf? Hier so ein bisschen im Matsch. Hier dort hinten. Und lose Formation. Ihr könnt da stehen bleiben. Von wo kommen sie? Von da hinten. Ja, wir warten mal kurz. Bestimmt können unsere Bogenschützen wieder einiges ausrichten. Infanterie! Kavallerie! Give them hell! Ich kann mal sagen, dass sie die Kavalleristen schon mal angreifen sollen. Guck mal, da sterben auch schon die ersten Plünderer. Man darf auch nicht vergessen, wir spielen auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad. Deswegen müssen wir auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Gerade wenn es um uns selber geht und um unser Leben. Ja, das ist super, weil die Kavallerie lenkt hier die ein bisschen ab. Und die Bogenschützen können draufschießen. So, ihr könnt auch mal angreifen hier. Infanterie! Kill them all! So, waren das alle? Wer hier noch? Oh. Ich glaube, es ist keiner gefallen. Nicht mal ein Verwundeter. Sehr schön, Leute. So muss das sein. Genau so und nicht anders. So, das nehmen wir alles gerne mit. Und dann suchen wir vielleicht mal die nächste Stadt wieder auf, um... Steppenbanditen, wo kommt ihr denn her? Um, ja, Pferde zu kaufen. Und ein bisschen Nahrung vielleicht nochmal aufzustocken. Hier, die nehmen wir auch nochmal mit. Das sollte schnell gehen. Und wir greifen nochmal an. So, gleiches Spiel wie immer. Schildwall.
So, ist das hier so ein bisschen. Geht ein bisschen Hügel hoch, ne? Ist natürlich nicht so praktisch. Ja, mir folgen am besten. Und ihr bleibt mal da. Mal gucken, wann sie kommen. Oh, die schießen schon mit Pfeilen auf uns. Da sind sie. Okay, dann kommt mal mit, lieber. Die haben mittlerweile auch Bogenschützen hier. Dann warten wir noch mit dem Angriff. Greifen wir mal an. Ja, die überleben nicht lange hier. Aber diesmal ist einer von uns entweder gestorben oder verwundet. Ja, gestorben. Was war das für einer? Ein batanianischer Clankrieger hier. Schade. So, imperiale Rekruten. Ja, machen wir mal die normalen Fußsoldaten. Und ja, dann gehen wir in die Stadt rein. Dann können wir auch mal gleich hier die ganzen Waffen jetzt einschmelzen. Und dann haben wir hoffentlich mal ein bisschen Werkstoff hier zum Arbeiten. So, erstmal brauchen wir Streitrösser. Da, die sind ganz schön teuer. 3 Stück brauchen wir schon. Wir haben aber auch einiges zum Verkaufen, deswegen wird das ganz nicht ganz so teuer für uns hier. Auch wenn wir da nicht so viel Geld für bekommen. Hier, Butter lassen wir auch mal drin. So, Pfeile. Ja, die können erstmal weg. Großer Sack Pfeile. Ja, wir müssen uns entscheiden, was wir jetzt machen. Wir bräuchten eigentlich eine Zweihandwaffe. Also ein Speer würde ich schon gerne haben. Lassen wir den Schild hier. Ne, den können wir nicht zu Pferde benutzen. Kann nicht auf Reittieren verwendet werden. Okay, dann lassen wir den Schild erstmal da. Okay, und den Rest, den können wir dann zerlegen hier. So, Streitrösser behalten wir. Reitpferd kann, glaube ich, weg. Ja, wir bezahlen jetzt 86. Kann man mal machen. So, und hier die imperiale Infanterie nochmal aufleveln. Dann verkaufen wir unsere Gefangenen hier. Und wie gesagt, die Schmiede. Wie sieht's aus hier? Ja, unsere Schmiedeausdauer ist ziemlich weit unten, deswegen müssen wir dann erstmal ein bisschen warten. So, haben wir was aufgelevelt, Athletik. Erhöht euren Schaden mit allen Nahkampfwaffen um 4%. Truppen in eurer Formation verursachen 2% mehr Nahkampfschaden. Wenn ihr Schilde und Fernkampfwaffen führt, erhöht sich eure Bewegungsgeschwindigkeit. Wir nehmen hier den mehr Schaden. Und die Stangenwaffe. Angriffe mit Stangenwaffen, die das hier aus dem Sattel stoßen können, ignorieren 15% Widerstand gegen Absitzen. Ja, das nehmen wir. Und wir haben einen Fokuspunkt schon wieder. Gaunerei ist immer noch aktiv. Ja, würde ich mal in Stangenwaffen vielleicht investieren. Das kann, denke ich, nicht schaden. So, wir brauchen noch ein bisschen Kohle. Und dann können wir hier die ganzen Sachen mal einschmelzen. Ja, und schon ist unsere
Ausdauer, ja, wieder unten. Ich glaube, das hat auch was mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun. Je schwieriger, desto weniger Ausdauer hat man. Desto öfter muss man sich hier ausruhen. Aber kommt uns zugute, wir kriegen nämlich hier auch wieder Rezepte neue. Das sieht man hier immer ganz gut. Und seht mal, Schmiedeeisen haben wir auch schon wieder 15. Wunderbar. Ja, nehmen wir mal den mit. Ja, um Essen müssen wir uns dann auch noch mal kümmern, bald. 23 haben wir hier noch. So, was mit den Plünderern? Die sind zu schnell. Gehen wir hier nach Mycea. Dort ist mal wieder eine Arena im Gange. 13 macht er gerade nur noch hier mit der Olivenpresse. Samt Weberei scheint aber immer noch gut zu laufen. Wie sieht die Karawane aus? Macht 407. Und wir bekommen als Belohnung hier einen Nomaden-Schweifhelm. Das hat sich aber schnell umgedreht. Rette mich doch einer. Ja, jetzt geht's hier an den Kragen. Sehr schön. Okay, fehlen nur noch die Reiter hier. Boah, müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt. Vielleicht mal den Speer hier nehmen. Es läuft doch ganz gut gerade. Also so geht's ja mit dem Speer, ne? Wunderbar. Das war ein ganz schönes Gemetzel hier, Leute. Oha, Langbogen auch noch. Der braucht immer ein bisschen länger zum Zielen. Da liegen auch schon die ersten. Und treffen tun wir auch nichts. Reitet er jetzt auch noch in unser Schussfeld rein? Meine Güte. Das ist aber schwierig hier heute. Ja, jetzt haben wir auch noch unseren eigenen Mann. Oh, da werden wir fast umgeritten. Sehr schön, der ist weg. Fehlt nur noch Nortus der Stille. Ja, den haben wir getroffen. Ah, verdammt. Geil, so einfach manchmal rauszufinden, wann die sich wieder bewegen und wann nicht. Um dann so ein bisschen versetzter zu zielen. Ja, das ist auch meine Konstellation. Die kann gut gehen, die kann aber auch schief gehen. Gerade wenn es darum geht, gegen zwei zu kämpfen nachher. Boah, okay, das ist gut gegangen. Aesos. Ja, gegen den müssen wir jetzt antreten. So, dann komm mal her. Lass uns tanzen.
Ja, kannst ruhig jubeln. Hast gewonnen. So, drei Ansehen, ein Nomadenschweifhelm und den Wettgewinn, den wir uns einstreichen. Wir können ja mal gucken, auf welchem Platz wir uns hier befinden. Auf dem zweiten Platz schon, Leute. Es fehlen nur noch drei Siege, bis wir die Sieger eingeholt haben. Ja, wie cool ist das denn bitte? So, hier müssen wir uns noch mal ein bisschen ausruhen gerade, damit wir vielleicht auch hier die Bestellungen abarbeiten können. Schmiede betreten. Und dann gucken wir mal, was wollt ihr denn haben? Eine Wurfaxt, die sieht doch schon recht gut aus. 1428 bekommen wir. Und eine weitere Wurfaxt, da könnten wir vielleicht noch mal ein bisschen gucken, ob wir da was machen können. Jo. Passt, aber auch da ist der Kunde nicht zufrieden, warum auch immer. So, Schmieden haben wir schon auf 42 erhöht. So, hier haben wir nur ganz normale imperiale Rekruten. Was haben wir hier noch? Ja, den Nomaden Schweifhelm. Da können wir mal gucken. Wer möchte den vielleicht aufsetzen? Ich glaube, keiner. Du könntest den stattdessen erstmal tragen, auch wenn er schlechter ist. Und den bewahren wir dann auf für die Frau von Tore, wenn die mal wiederkommt. Ja, ich glaube, die beiden Sachen können wir dann auch erstmal verkaufen hier. So, Maultiere machen wir mal auf 20, dass wir hier 20 haben. So, und irgendjemand ist schon wieder aufgestiegen. Wollen wir mal gucken. Roda im Handel. Ja, das ist sehr gut. Der Verkaufspreis Malus für Ausrüstung sinkt um 15%. Euer Gewinn wird angezeigt. Ja, wir wollen ja, dass der Verkaufspreis Malus für Handelsware sinkt. Ne? Macht ja eine Karawane hier. Deswegen ist das vielleicht gar nicht schlecht. Und dann können wir hier auch direkt mal einen Fokuspunkt investieren. Und das war die gute Roda. Und Rylan Blondschopf hat sich auch aufgelevelt. Ja, nehmen wir das hier. So, welche Städte sind denn hier in der Nähe? Phykaon. Wo wir da nochmal hin? Rebellen in Epikrotea haben die Waffen erhoben. Es kann auch mal vorkommen, dass Rebellen ja in Städten randalieren. Und hier oben zum Beispiel haben jetzt die Rebellen die Oberhand. Und ja, die Stadt liegt jetzt nicht mehr in den Händen von irgendeinem Königreich, sondern von Rebellen. Jetzt hätten wir die Möglichkeit, auch diese Stadt zu belagern und dort anzugreifen, ohne dass wir uns Ärger mit einem Königreich machen. Aber wir sind noch viel zu schlecht. Das würde keinen Sinn ergeben. Azaligard, wir bekommen wieder ein Pferd, ein adeligen Pferd als Belohnung. Das ist auch immer eine schöne Konstellation, weil wir uns hier zuerst um den Nahkämpfer kümmern können. Und der Fernkämpfer bleibt nämlich hinten und da haben wir mal leichtes Spiel. Das ist kein Problem. Haben sogar ein Schild hier noch, das wir abwehren können. Sehr gut. Ja. Ein Fall im Arm. Der arme Ivar. So, wir gucken mal. Wir greifen uns an. Von beiden Seiten kommen sie. Ja, es nützt nichts. Wir müssen uns für eine Seite entscheiden. Ich glaube, unser Bogenschütze überlebt das nicht. Tore, du mal wieder. So, den ziehen wir mal hier rein. Dann kann der da hinten nicht auf uns werfen. So, komm doch. Sehr gut. Haha, guck mal, wie viel Blut da auf der Brust ist. Ja, Athletik sind wir auf 106 aufgestiegen. Schöner Turm da hinten. Der kann bestimmt auch hier reingucken. Der da oben auf dem Balkon steht. Ja, noch eine erfolgreiche Arena-Runde hier für uns.
Notos der Stille, das ist auch nur eine Frage der Zeit, bis er hier den Staub zu schmecken bekommt. Boah, der Arme. Guck mal, wie der aussieht. Victory! Ja, Victory. So. Ja, verkaufen wir. Und auch hier können wir mal nach den offenen Bestellungen gucken. Das sieht gut aus. Kriegen wir leider nur 60. Und wie sieht es hier aus? Ja, da müssten wir vielleicht nochmal da ein bisschen justieren. Aber da ist der Kunde endlich mal zufrieden. Wird sich auch ändern, je höher wir im Schmiedelevel hier steigen. So, wir können ja vielleicht nochmal den einen oder anderen Räubertrupp suchen. Da sind noch ein paar Waldbanditen. Ja, ich glaube, da können wir auch unsere Truppen mal schnell entsenden. Zwei Verwundete. Es macht schon immer mehr Sinn, eigentlich selber zu kämpfen, aber... Ja, mein Gott, solange sie nur verwundet sind, ist das nicht schlimm. Die sind dann gleich wieder geheilt hier unten. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir einen guten Wundarzt nachher haben. Da habe ich dann eher daran gedacht, dass das unsere zukünftige Frau sein wird. Die wird uns nämlich auch auf unseren Reisen begleiten und an unserer Seite kämpfen. Da müssen wir uns noch eine Dame ausgucken, ja, die wir vielleicht heiraten. Gehen wir mal nach Poros. Da ist auch noch ein Arena-Kampf. Den bestreiten wir dann in der nächsten Folge, liebe Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis dahin, liebe Leute.